ja, dieses Essen von diesem Sergeant Gardener war echt... okay, wir reden mal lieber weiter. Willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect 2 mit mir, dem Punkt. Oh, wow, eine Krankenstation. Und wen haben wir denn bloß hier? Oh mein Gott, Dr. Chakwas hat es überlebt und ist auch bei Severus. Hat Chakwas jedenfalls mitgeschleppt. Oh mein Gott. Commander Shepard, ich habe die Normandy mit Ihnen an Bord untergehen sehen. Schön, dass Sie am Leben sind. Ja, wieder. Schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen, Frau Doktor. Geht mir genauso. Ich wünschte, es wären mehr von der ursprünglichen Crew hier. Kommt noch, ein Trauma, kommt noch. Wie Sie es durchlitten haben, hätte die meisten stark verändert. Aber Sie anscheinend nicht. Willkommen zurück, Shepard. Nochmal danke. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich glaube schon. Die Krankenstation ist fast genauso wie die auf der ersten Normandy. Nur größer. Das Einzige, was fehlt, sind meine privaten Reserven. Sogar eine Flasche Ceres Ice Brandy, den ich für eine besondere Gelegenheit aufgehoben hatte. Na, vielleicht lässt sich da was arrangieren, weil wir sind ja hier auch der Arschfalle, genauso wie oder unser Hausmeisterfreund. Ich halte die Augen nach einer Ersatzflasche offen. Oh, das ist nicht nötig. Sowas ist teuer. Und wir haben wirklich Wichtigeres vor uns. Ja, na gut. Frau Doktor, Sie waren jahrelang bei der Allianz. Warum gerade jetzt wechseln? Nach dem Verlust der Normandy erhielten die Überlebenden der Crew neue Posten. Ich wurde auf der Militärkrankenstation auf dem Mars stationiert. Ein respektabler Posten, aber eben nicht auf einem Raumschiff. Fliege away, fly away. In einer Kolonie ist wohl nichts für Sie. Ich habe den Großteil meines Lebens auf Kriegsschiffen verbracht, ohne zu wissen, was die nächste Mission wohl mit sich bringt. Ich bin gewöhnt an das Brummen der Triebwerke, das Ächzen der Schotten, den leichten Schwindel, bevor die Beschleunigungsdämpfer sich zuschalten. Das Leben auf Planeten ist statisch und langweilig. True story. Sie sind nicht der Cerberus-Typ, Frau Doktor. Ich arbeite nicht für Cerberus. Ich arbeite für Sie. Bei einer Mission, die entscheidend für das Überleben der Menschheit sein kann. Ich vertraue darauf, dass Ihre Verbindung zu Cerberus ethisch einwandfrei ist. Ich vertraue Ihnen, Commander. Danke. Das war eine sehr ergreifende Ansprache. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es von dieser Mission keine Rückkehr gibt. Sind Sie darauf vorbereitet? Ich habe die Rückeroberung von Shang-Chi überstanden, den Skyllianischen Angriff, wir haben die Schlacht um die Citadel und die Zerstörung der Normandy gemeinsam überlebt. Mein Leben war erfüllt. Ich bereue nichts. Ich möchte dafür sorgen, dass die Crew dieselbe Chance bekommt. Super. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander. Ist auch immer wieder schön, wirklich mein bekanntes Gesicht auf dem Cerberus-Schiff zu sehen. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Die Krankenstation. Ausgestattet für kurzfristige Notfallversorgung. Aha. Bei schweren Verwundungen müssen Patienten zu einer voll ausgestatteten medizinischen Einrichtung gebracht werden. Was? Das geht hier nicht. Was ist das bloß für ein Schiff? Ja, da drüben, da hinten können wir auch noch nicht hingehen. Da kommt dann auch noch später ein Crewmitglied rein. Ja, na, dann gehen wir doch hier gleich mal in die Renner Street Büro, da wo früher unser Büro war. Und das sieht von der Größe ähnlich aus. Nur ohne diese Tische hier. Commander, was kann ich für Sie tun? Ja, lass uns reden. Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Sie haben sicher eine Menge Fragen. Cerberus ist nicht so böse, wie die meisten glauben. Wenn ich Ihre Zweifel zerstreuen kann, werde ich das gerne tun. Also, was möchten Sie wissen? Was will Cerberus? Ich weiß, was wir hier tun. Aber was ist das langfristige Ziel von Cerberus? Die Weiterentwicklung der Menschheit. Nicht mehr und nicht weniger. Die Salarianer haben die Special Task Group. Die Asari haben ihre legendären Spezialeinheiten für Geheim- und Aufklärungsmissionen. Cerberus ist die Antwort der Menschheit auf diese Organisation. Wer hat das sagen? Aber diese Organisationen unterstehen Regierungen. Wer überwacht Cerberus? Niemand. Wir werden privat finanziert. Und unsere Geldgeber vertrauen darauf, dass der Unbekannte die richtigen Entscheidungen trifft. Aber er hat unsere Ziele sehr klar formuliert. Schutz der Menschheit und Förderung ihrer Weiterentwicklung. Wow. Okay. Sind Sie militärisch oder politisch? Oder beides? Both. Cerberus hat mehrere Abteilungen. Politik, Militär, Wissenschaft. Und wir alle arbeiten auf dasselbe Ziel hin. Unsere Dienstränge und die Gesamtstruktur ähneln der Allianz. Viele unserer Rekruten kommen von dort. Aber nicht alle Operationen von Cerberus folgen demselben Protokoll. Wir lassen uns von Bürokratie und irgendwelchen Formalismen nicht bremsen. Das wird alles so schön geredet. Das sind auch eigentlich verdammt nochmal Terroristen. Obwohl es eigentlich auch eine Betrachtungs-
Weise ist, aber die Forschungen, die sie machen, sind einfach ethisch nicht vertretbar eigentlich. Was können Sie mir über den Unbekannten sagen? Nichts, was Sie nicht schon wüssten. Selbst ich habe auf den größten Teil der Informationen über ihn keinen Zugriff. Sie haben schon mehr von ihm gesehen als die meisten anderen. Es ist selten, dass er bei Mission selbst in Erscheinung tritt, aber sie sind eben was Besonderes. Was die Leute auch über ihn reden, ich versichere Ihnen, dass er nur im Interesse der Menschheit handelt. Und das schließt Sie und mich mit ein. Wie können Sie da sicher sein, wenn Sie so wenig über ihn wissen? Ich wäre nicht so weit gekommen, wenn ich die Motive und Ambitionen meines Gegenübers nicht einschätzen könnte. Selbst nach kurzen Begegnungen. Er ist kein Heiliger und würde das auch sofort zugeben. Aber er hat sich dieser Sache verschrieben. Die Menschheit könnte keinen besseren Fürkämpfer haben. Wow, und da haben wir schon wieder einen kleinen Textbug. Da ist irgendwie so schwarz hinterlegt. Das hatten wir. Ressourcen von Cerberus, der Unbekannte. Was können Sie mir über den Unbekannten hatten sagen? Wir das eben gerade? Nichts, was Sie nicht schon wüssten. Selbst ich habe auf den größten Teil der Informationen... Ja, das hatten wir schon. Was die Leute auch über ihn reden, ich versichere Ihnen, dass er nur im Interesse der Menschheit handelt. Ich will aber mehr wissen. Erzählen Sie mir von sich, Miranda. Das ist nur fair. Immerhin habe ich in den letzten 2 Jahren alles über Sie erfahren, was es zu wissen gibt. Sie sollten wissen, dass ich umfassend genetisch modifiziert wurde. Es war nicht meine Entscheidung, aber ich mache das Beste daraus. Das ist einer der Gründe, warum der Unbekannte mich ausgewählt hat. Was immer ich tue, ich bin meistens ziemlich gut darin. Dafür sieht's aber auch aus wie eine schwarzhaarige Barbie-Puppe. An Selbstbewusstsein mangelt es Ihnen jedenfalls nicht. Es ist einfach eine Tatsache. Meine Reflexe, meine Stärke, sogar mein Aussehen. Alles ist darauf ausgelegt, mir einen Vorteil zu verschaffen. Es macht keinen Sinn, sich davor zu verstecken. Aus genau diesem Grund überträgt mir Cerberus seine gefährlichsten, riskantesten und technisch anspruchsvollsten Operationen. Und deshalb wurde ich auch Ihnen zugeteilt. Es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass Sie Erfolg haben, Shepard. Sie sind modifiziert? Ich dachte, es gibt keine Modifikation in diesem Spiel. Von welchem Ausmaß an genetischer Modifikation reden wir hier? Sie war ziemlich umfassend. Ich bin in vielerlei Hinsicht überlegen. Meine Wunden heilen schneller. Und ich werde wahrscheinlich 1,5-mal so lange leben wie ein Durchschnittsmensch. Meine biotischen Fähigkeiten sind auch sehr weit entwickelt. Für einen Menschen. Dazu kommen das beste Training und die beste Ausbildung, die man für Geld kaufen kann. Das Ergebnis ist wirklich ziemlich beeindruckend. Also, perfekt. Klingt, als hätte man sie dazu geschaffen, perfekt zu sein. Mag sein, aber ich bin es nicht. Ich bin noch immer ein Mensch, Shepard. Ich mache Fehler, wie jeder andere auch. Und wenn ich welche mache, sind die Konsequenzen meistens weitreichend. Alle erwarten ziemlich viel von jemandem mit meinen Fähigkeiten. Klingt ja nicht sehr begeistert. Danke für die Information, Miranda. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Wie Sie wünschen. Ja, setz dich erstmal wieder hin. Boah, hat die hier ein großes Bett und Dusche? Eine eigene Dusche? Oder was soll das sein? Naja. Commander, was kann ich für Sie tun? Reden wir nochmal. Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Gibt es etwas, das ich über die Normandie noch wissen sollte? Die Crew arbeitet einwandfrei und das Schiff erfüllt bisher alle Vorgaben. Was genau sind Ihre Pflichten, mal abgesehen davon, mich zu behalten? Ich bin eine Agentin des Unbekannten. Sie sind ein wichtiger Aktivposten. Ich soll dafür sorgen, dass Sie Erfolg haben. Abgesehen davon schicke ich dem Unbekannten regelmäßig Berichte über unseren aktuellen Status. Na gut. Zurück an die Arbeit. Natürlich, Commander. Wenn es weiter nichts gibt, dann gehen wir runter in das letzte Schiffsdeck. Und ich vermute mal, dass es diese Folge nichts mehr wird mit dem wir verlassen das Schiff. Maschinendeck. Immerhin gibt es hier keine weiteren Teammitglieder. Das heißt also, es gibt hier nur eine Gruppe, mit der wir reden können. Wow. Wir haben einen Codex-Eintrag gefunden. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das Frachtdeck der Normandie. Es enthält Stationen zur Aufmunitionierung und Reparatur des Bodenfahrzeugs und des Shuttles der Normandie. Mein letztes Schiff hat keinen Shuttle gebraucht. Warum haben wir eins? Das Schiff ist fast doppelt so schwer. Das ist vorerst alles. Hey. Ich melde Sie ab, Shepard. Na gut, das ist jedenfalls der Shuttle, mit dem wir landen. Vorher war da immer unser Marco drinne. Aber nun ja, es soll nun mal nicht mehr sein. Aha, aha. Huch, da sind Typen. Und hier ist der Kern, da können wir ganz nah rangehen. Boah, und da gibt's so ein komisches Geräusch von sich, bloß weg hier wieder, ey. Boah, nee, das hält mir ja nicht aus. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? 10 Meter voneinander entfernt. Er enthält den Hauptreaktor und den Masseneffektkern des Schiffs. Wow, das war wirklich wieder eine kurze, mündliche Zusammenfassung. Commander,
Sie kommen extra wegen uns hier runter? Ja, dreh dich um. Verdammt, was sind denn das für Worte? Sie sprechen mit unserem kommandierenden Offizier. Ich mache eine Tour durchs Schiff, um meine Crew kennenzulernen. Ich bin Techniker Ken Donnelly, zuständig für die Energieversorgung. Das ist Gabby. Ihr meint eigentlich Technikerin Gabriella Daniels. Ich bin zuständig für die Antriebssysteme. Was können wir für Sie tun, Commander? Brauchen Sie etwas? Ich habe es doch schon jeden anderen gefragt, aber egal. Wir können uns nicht beschweren, wenn es nur nicht so lange dauern würde, die FBAs zu kalibrieren. Kenneth, Sie beschweren sich. Ach Gott, schreien Sie. Was für Probleme haben Sie? Beim Upgrade der Normandy wurde bei den FBA-Kupplungen ein wenig geschlampt. Ich will Sie nicht mit Tech langweilen, aber im primären Energieversorgungssystem gibt es eine Reihe von Dämpfern, die die Ableitung im Kraftfeld... Kenneth, Sie langweilen den Commander mit Tech. Wenn wir T6 FBA-Kupplungen installieren könnten, wäre der tägliche Wartungsaufwand viel geringer. Warum haben wir die nicht? Ich meine, es ist ein topmodernes Schiff hier. Warum ist sowas noch nicht installiert? Vermutlich nur ein Planungsversäumnis. Die Effizienz leidet nicht darunter. Es betrifft lediglich die Wartung. Außerdem ist das Modell T6 ziemlich schwer aufzutreiben. Nash und Stellar Dynamics hat die Produktion eingestellt. Auf den Märkten auf Omega könnte man vielleicht ein paar Gebrauchte finden. Aber für einen Landgang fehlt uns die Zeit. Ja, ich schaffe das schon irgendwie, keine Sorge. Wo wurden Sie ausgebildet? Gabby und ich haben bei der Allianz angefangen, auf der SSV Perugia. Sie war bei der Schlacht um die Citadel in der ersten Angriffswelle. Wir haben die Sovereign mit eigenen Augen gesehen. Boah, dann seid ihr indoktriniert, tötet sie! Ist bei Ihnen hier unten alles in Ordnung? Außerdem ah, das hat man schon. Verdammt, nein. Ah, nein. Moment, ich mach das nochmal neu. So, nochmal Ihre Ausbildung, weil die hatten ja hier noch was. Warum haben Sie die Perugia verlassen? Nach Ihrem Tod verlor Anderson an politischem Einfluss. Der Rat hat die Reaper-Bedrohung geleugnet. Sie haben die Sovereign als isolierte Bedrohung bezeichnet, als einzelne... Das war scheiße. Sie sagten, Ihre Warnungen vor einer größeren Gefahr wären entweder Irrtümer oder Wahnvorstellungen. Wir haben den Respekt vor der Führung der Allianz verloren. Wir müssen den wahren Feind bekämpfen. Und anscheinend tut das nur Cerberus. Da sieht man wieder, wie idiotisch der Rat ist. Wir hätten ihn wirklich sterben lassen sollen im ersten Teil. Boah, nee. Wie ignorant. Cerberus gelandet, Ken? Sobald sie weg waren, kamen die hohen Tiere von der Allianz und haben wie die Geier alles in Stücke gerissen, was sie gesagt hatten. Ich habe sie in aller Öffentlichkeit verteidigt und mit nichts hinter dem Berg gehalten. Das ist doch untertrieben. Wäre Kenneth nicht so ein begnadeter Techniker, hätten sie ihn wegen Insubordination vors Kriegsgericht gezerrt. Dadurch wurde der Unbekannte auf mich aufmerksam. Er hat mir ein Angebot gemacht und jetzt bin ich hier. Dass er nicht ablehnen konnte. Wie war es bei Ihnen, Gabby? Kenneth und ich sind Partner, seit wir gemeinsam den Abschluss an der Tech-Akademie gemacht haben. Als er das Angebot von Cerberus bekam, habe ich darauf bestanden, mitzukommen. Ohne mich fällt er doch auseinander. Danke, Mami. Außerdem liebe ich Maschinen. Die passen zusammen wie sonst was. Den derzeitigen Stand der Technik. Ich musste die Gelegenheit, hier zu arbeiten, einfach wahrnehmen. Was halten Sie von Cerberus? Eigentlich wissen wir über die Organisation so gut wie nichts. Wir kennen das Team der Normandy und unsere Mission. Und wir wissen, wer die Befehle gibt. Wir werden den Kollektoren volle Kanne in die Kronjuwelen treten. Mehr muss ich nicht wissen. Ja, gute Einstellung. Weitermachen. Jawohl, Commander. Da unten geht's. Aha. Hinter meinem Rücken reden. So ist das also. Ne? Das gibt eine Gehaltskürzung. Könnt ihr aber davon ausgehen. Nein, natürlich nicht. Wenn ich aber die Möglichkeit dazu hätte, würde ich es machen. Ha. So, hey, wir können immerhin schon mal die... Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Schauen wieder! Wir haben doch die vorhin erst geprüft. Mann, wie schnell schreiben die denn? Ah, die lügt uns schon wieder an hier. Na gut, immerhin kommen wir schon mal in die Galaxiekarte und können unser nächstes Ziel aussuchen. Wir könnten jetzt natürlich sofort hier nach Omega fliegen, aber ich könnte euch natürlich auch erstmal zeigen, was es hier noch so in der näheren Umgebung gibt. Das ist jetzt übrigens die neue Karte und da seht ihr schon, boah, viele Sachen. Hier können wir uns einen neuen Truppenmitglied rekrutieren, genauso wie hier. Hier haben wir halt einen DLC, hier haben wir ein Crewmitglied, hier haben wir sogar ein, zwei, drei Crewmitglieder und ein DLC. Und dann haben wir hier noch ein DLC. Ich werde diesmal auch die DLCs ziemlich früh machen, weil das hat storytechnische Gründe. Ich könnte sie auch immer noch im Nachhinein machen, aber ich würde sie am liebsten vor Ende der Story fertig haben. Und dann würde ich mal sagen, fliegen wir doch mal nach Omega und rekrutieren den Typen gleich, ne? Also, wir haben kaum noch Zeit, also lese ich noch kurz den Text vor. Omega, oder?
Nein, komm, den Text lese ich das nächste Mal vor, damit wir es komplett haben, wenn ich wieder auf dem Planeten lande. Also von daher, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Mass Effect 2 mit mir, dem Pong. Yeah. Tschüss. Yes.